Au. Ich glaube, mein Panzersamen gilt nicht mehr. Kann ich dich hier kurz allein... Ah, Vorrat geliefert. Ich lasse dich hier mal ganz kurz alleine, okay? Viel Spaß beim Wandbeißen. Steinbeißer heißen die übrigens. Gibt's bei der unendlichen Geschichte. Ich gehe dann mal ganz kurz. Ich muss mir hier mal kurz was holen. Gibt's nicht auch hier oben Wetzsteine? Ich meine, hier ist ein abgebrochenes Lager. Mit etwas Glück gibt's neben Farbbällen und Wurfmesser tatsächlich auch Wetzsteine hier. Komm, such irgendwo. Ich weiß, du kannst es. Ich weiß, du willst das Wurfmesser. Kann ich die Wurfmesser einfach an meine Lanze vorne dran binden, so bajonettmäßig, und dann ist die Schärfe wieder weiter oben, weil das Wurfmesser ja scharf ist? Das wäre zumindest ziemlich nice. Ob bitte nur ein Wetzstein. Die kann man doch bestimmt hier. Hier ist sonst nichts, okay? Hier drüben, Donald geht schon mal hin. Meins, 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 meins. Will eine Wand ringsrum bauen, damit es wirklich ihm gehört, und geile Mexikaner ihm ein paar Farbbälle stehen. Wobei, warum sollten Mexikaner Farbbälle brauchen? Sind doch selber eh schon gepainted. Naja, gut. Nehmen wir die Abkürzung übers Gebiet 7, springen wir mal ganz schnell runter. Ja, dann gehe ich einfach zurück, ne? Meine Zeit habe ich noch mehr als genügend. Der erste hat circa 10 Minuten gebraucht mit Hi-Ho, wir sind zu zweit unterwegs. Der, wenn ich Glück habe, versucht der hier jetzt auch schon zu schlafen, weil der war auch schon dreimal wütend. Ich glaube, den anderen hatte ich auch drei- oder viermal wütend gemacht. Das sind so Zahlen, die ihr euch merken könnt. Je nachdem, wie ihr spielt, je nachdem, wie ihr mit eurer Waffe angreift, werdet ihr weniger oder häufiger den T-Rex wütend machen. Merkt euch am ersten T-Rex, wie häufig er Rage wurde, und dann wisst ihr, wie viel Leben der zweite ungefähr noch hat. Das funktioniert relativ... Oh, shit. Gut. Wäre schon geil, wenn ich mit dem Wurfmesser töten würde. Und muss man mal sagen, hier komm, Maisgetränk, weg damit. Wer braucht das schon? Innerhalb von 5 Minuten mache ich den eh weg. Und wenn, gehe ich nochmal zurück und hole mir nochmal neue. So, Farbbälle will ich trotzdem mitnehmen. Wenigstens ein, was möchte ich aus dem Kampf dann doch mitnehmen. Und wenn es Farbbälle sind. Viel zu viele. Dann, so kann man auch immer wieder schön Items sparen, indem man sich hier wieder ins Bett legt. Ja, die Zeit geht damit natürlich tödlichst rum. Aber das passt schon. Brauche ich jetzt direkt 2 Mini-Wetzsteine, um wieder einmal auf volle Schärfe zu kommen? Ich meine, meine Lanze ist lang. Also, einer scheint nicht zu reichen, es ist nur gestiegen. Aber ich habe immerhin grün, das heißt, ich will mal nicht überschärfen, auch wenn ich den Erste-Hilfe-Arzt mitnehmen könnte. Ja, komm, einmal komplett grün hat gereicht für den einen Tickrex. Also schärfen wir einmal voll. Zack. Und nehmen die Erste-Hilfe-Arznei mit. Den gebratenen Steaks habe ich ja ebenfalls noch mehr als genügend. Ess mal die auch nochmal ganz schnell und dann können wir gestärkt, geschärft, mit Pfeffer gewürzt und ohne Apfel im Mund wieder einmal den Kampf wagen. Ich muss unbedingt noch den Moment und den Punkt finden, wo man da abspringen kann, um nicht erstmal aufzulanden. Es gibt ja diesen einen Punkt, ein paar Mal habe ich es schon geschafft, wenn man dort abspringt, im perfekten Winkel, dann landet man direkt im nächsten Gebiet, weil man landet zwar noch im eigentlichen, lehnt sich den Arm nach vorne und das reicht, ums Gebiet zu wechseln. Ja, denn da, wo der Kopf ist, da ist man wirklich. Ich glaube, ich stecke gerade ziemlich tief in der Scheiße. Naja, gut. Und, das versuche ich immer noch zu perfektionieren. Wenn man da ein bisschen zu flach springt, dann kommt man gegen eine unsichtbare Wand und landet nicht da drin. Bei zu steil kommt man gar nicht erst in die Region dorthin zu springen. Das soll ich noch ein paar Mal üben. Bereit für eine neue Trainingsquest. Schaffe es, ins nächste Gebiet zu springen. Wuhu. Na egal. Tickrex, ich sehe, du wackelst da so ein bisschen vor dich hin. Friss dies. Friss das. Und du bist wütend. Friss jenes. Das sollte eigentlich nicht passieren. Aber hey, hier bitte einmal für dich. Dieses Mal wieder scharf an der Sache dran. Ja, er ist sowas von fast tot. Also ohne Scheiß. Also dass er nicht schlafen gegangen ist, ist eigentlich ein Wunder. Ich hätte jetzt auf jeden Fall... Hätte ich noch Berührungsbomben gehabt, einmal versucht zu fangen, aber naja, gut, sag ich doch. Ja, das war worth it. Das konnte ich nicht mit meiner niedrigen Schärfe machen, nein. Da musste ich doch mal zurückrennen und hier ungefähr 5 Minuten lang Items sammeln, damit wir 2 Parts daraus machen können und ich den nicht direkt in den einen töte. Ja, gut überlebt von mir, ne? Grandios. Hier vorher Blitzbomben können auch erstmal zurückbleiben von mir aus. Ja, Therese-Schuppen, wer braucht die schon? Ich glaube, ich für irgendwelche Items. Aber naja, zweitrangig. Ich sehe da. Regressed. First Try geschafft. Ohne zu essen. Das heißt, du hast sogar noch einen besseren Start gehabt als ich. Kein gefangen, weil ich zu doof war, meine Fallen zu benutzen.
und easy, ohne zu sterben, überlebt. Come at me, Bitches. Gib mir mehr Requests, wo ihr nicht weiterkommt. Da fühle ich mich gut. Wobei, er hat es ja geschafft gehabt. Muss man ja mal sagen, seine Antwort war, ich habe es geschafft mit dem und mach's mal damit. Habe ich so eben getan. Ich habe es auch geschafft. Wahrscheinlich wesentlich langsamer als du, würde ich mal annehmen. Aber hey, ich bin 5 Minuten lang zurückgerannt, habe nicht gegessen, habe meine Samen häufig vergessen. Naja, passiert. Never mind, ich habe es geschafft, dass das was zählt. Requests abgeschlossen. Ich kann leider nichts abhaken, weil ich ihn nicht mehr aufgeschrieben habe. Aber egal, wir kriegen sogar Reißzähne plus. Schade. Wäre geil, wenn es mir jetzt noch normale Reißzähne hätte gegeben. Na, Donald hat einen Farbball gefunden. Schön. Und wie ihr gerade im Endbildschirm gesehen habt, hat der T-Rex vollkommen meine Lanze ins Gesicht bekommen und da schön gefressen. Ich liebe es. Gut, dann, was machen wir jetzt? Logischerweise, es geht zurück zum Fatalis. Es war jetzt nur eine kurze Auszeit von dem lieben, großen, weißen Schlängelchen. Wir haben immer noch, laut meinen Rechnungen, ungefähr 20% seines Armor-Modus vielleicht auch nicht weggemacht. Das bedeutet, wir holen uns unsere Standardausrüstung. War das die? Sieht so aus. Ja, nehmen wir, ne? Guck mich an. Du siehst gut aus. Sehr schön. So scharf wie eh und je, dank Schärfe plus 1. Und natürlich das K.O.-Drachenschwert. Nicht zu vergessen, Request war immer noch... Warte. Nein, never mind. Meine Rüstung war ja eine andere. Ich erinnere mich, ich sollte es ja damit machen. Gut, dass ich sie direkt gespeichert habe. Jetzt ansonsten vergessen. Wir haben sogar noch ein bisschen Geld bekommen. Also theoretisch könnte ich das Geld jetzt auch als opfern und benutzen, um meine Rüstung noch besser zu machen. Yay, Donald Stufe 16. Langsam wird er legal. Warte, was? Dann nehmen wir Angriffsboost oder Verteidigungsboost. Eigentlich ist bei Fatalis momentan Verteidigungsboost wichtiger. Heißt, wir nehmen Kirin-Käse und goldenes Getränk. Viel Spaß damit. Ich meine, ich sehe weder Kirin-Käse noch goldenes Getränk da oben drauf. Oh, warte. Ich habe nie über den Kirin-Käse nachgedacht. Ich meine, so ein Drachenhaupt, jo, es ergibt Sinn, ist mal jemand hingegangen und hat einen Drachen geschlachtet. Von mir aus. Kann er ja gerne tun, wenn er Langeweile hat. Und fette Tomate war halt ein dummer Bauer, weil die haben bekanntlich die fettesten Tomaten. Gilt auch bei Frauen. Und daher... Ja, das musste sein, dieser Nachsetzer. Gilt übrigens auch für Männer. Und, in jeglicher Hinsicht. Egal, wie ihr es interpretieren wollt. Und, ja, ich muss immer kurz über meine eigenen Witze lachen. Das finde ich gut, das muss so sein. Genau, Kirin-Käse. Da bin ich hängen geblieben. Ja, ich bin hängen geblieben, ich wusste es schon immer. Problem dabei ist, Käse wird in der Regel aus, Milch hergestellt, die dann vergärt, also so der Vorgänger von Milch. Und gerade so Kuhmilch heißt, dass da jemand an den Zitzen des Kirins rumgespielt haben muss. Problem ist aber, wenn ihr euch den Kirin mal so vorstellt und nehmt, wie er ist, er hat keine Zitzen. Er ist durchgehend dahingehend irgendwie männlich, wie es aussieht. Das heißt, das Einzige, was dieses Spiel zensiert, sichtlich zensiert, sind Geschlechtsteile. Verständlicherweise. Vielleicht nicht unbedingt für ein japanisches Spiel, aber so für den europäischen Markt ist das verständlich. Und das bedeutet, dass diese Milch, aus der der Kirin-Käse kam, aus einem anderen Körperteil von ihm herauskommen muss. Ich zitiere Sid: Ich dachte, du wärst ein Weibchen! Daher, genauso wird's laufen und so wird es hergestellt. Da hat jemand sich gedacht, ich mach mal Kirin eine schöne Zeit, wie auch immer das Vieh stehen geblieben ist. Vielleicht sterben da regelmäßig Arbeiter, weil sie von Donnerschocks getötet werden. Vielleicht gefällt es ihm aber auch. Vielleicht ist das der Grund, warum Kirin der einzige Drachenätzer ist, der Antika in der Nähe hat. Weil er weiß, dass Antikas wissen, was er will. Und das halt grandios und gut ausnutzen können. So, Blitzkäfer können hier bleiben. Das könnte es echt sein, dass er wirklich Gangbang-Partys macht und auch teilweise Menschen dazu einlädt. Und die halt recht fröhlich wissen, was sie tun sollen. Und das dann benutzt, um Käse herzustellen. Ob da der Kirin Vorlieben hat, was für Menschen kommen? Weil es gibt ja auch Strauße, die, wie gesagt, mit Menschen flirten.
daher, das wäre schon geil. Allein diese Industrie, was bist du? Ich bin Kirin-Melker. Oh, das klingt erstmal, wenn du so Handjobs gibst, verdammt scheiße, aber es ist beim Drachenältesten. Das macht's verdammt viel cooler. Es ist schon irgendwie ein Traumberuf, muss man mal sagen. Also vor allen Dingen, weil du relativ in den Wolken schweben musst, um so etwas anzunehmen. Leicht behämmert sein musst, um das zu tun. Ich nehme mal ausnahmsweise Wettsteine mit. Und so weiter und so fort, aber what the fuck? Allein die Vorstellung. So, wir haben hier jetzt weiße Milch von Kirin. Springen so ein paar Funken über. Lass mal Käse draus machen. Willst du das nicht weggießen? Ich hab das extra gesammelt. In meinem Mund. Jetzt nimm's auch. Dann die Stufe weiter. Sollte der Eimer voll sein, ich meine, wenn man einmal Kirin findet, muss man es ja völlig mit jeglicher Möglichkeit ausnutzen. Vielleicht nicht jede Möglichkeit, es gibt da so ein Loch, aus dem würde ich jetzt ungern etwas rausschmuggeln, worauf ich danach Käse mache. Dann wäre der Käse braun, das wäre auch ungünstig. In der Regel, alle Sachen, die braun sind, sind erstmal ungünstig. So, Bananen. Braunes Brot ist auch nicht lecker. Deutschland. Alles ist braun, ist erstmal ungünstig. So, dann, wir sollten vielleicht noch ein paar Schießpulver mitnehmen. Das wäre ganz cool, um nochmal die Bomben zu kombinieren. Splitterfische, um auch wirklich was Bomben L-Plus draus zu machen. Immerhin machen die doppelt so viel Schaden. Ich habe nur noch 3 Splitterfische. Oh, fuck. Dann müssen wir wohl angeln gehen. Meine Damen und Herren, zumindest so. Warte, ich habe kein Spinnennetz. Hardcore-Angeln können wir machen. Vielleicht nicht diese neuen Angelungsdinger zwischendrin, auch wenn es sich vielleicht trotzdem lohnen würde. Soll wirklich einmal kurz auf Hardcore angeln. Oder wir gucken nochmal ganz kurz, was unsere liebe Freundin Hausiererin so mit sich rumschleppt. Vielleicht hat die mal wieder ein bisschen Fischgestank bei sich und vielleicht auch Fische dabei. Das wäre ja mal ganz cool. Spinnerfische, nice. Wusste ich doch gut, dass ich gleich mal ein bisschen Geld bekommen habe. Das können wir hier einmal sinnvoll rein investieren. 5000, ja, mehr wird das Ding eh nicht kosten, nehme ich an. Sehr schön. Problem erkannt, Problem gebannt. Ne, wer weiß, aus welchem Film das kommt. Ich habe bisher einen gefunden oder zwei, die diesen Film wiedererkannt haben. Wäre schön, wenn du der dritte wärst. Dann können wir Freunde sein. Dicke Bette, feste Freunde. So, dann, wir haben gerade aus gutem Grund die Spinnerfische geholt, die wollte ich nämlich noch mitnehmen. Auch wenn 53 jetzt nicht allzu viel erscheint, schade, dass ich nicht 11 mitnehmen kann, das wäre nochmal cooler. Farbbälle können auf jeden Fall hier bleiben. Auch die Bombenmaterialien kann ich nochmal weglegen. Da, weil sie mich ansonsten bloß eindeutig behindern. Mehr Schießpulver brauche ich noch, heißt, haben wir noch Feuerkräuter und Lehm? Nitropilz, ja, easy. Mehr als genügend, wobei, wenn ich irgendwann wieder anfange mit Bogen zu spielen, reichen die Nitropilze vielleicht nicht ganz aus, aber bis dahin auf jeden Fall genügend, also komm mal her, mein Buddy. Immunmittelpanzer heute haben wir, sehr schön. Dann Kraftsamen, Panzersamen werden auch ausreichen, Maxi-Tränke werden noch ganz gut. Nur mal so nebenbei bemerkt, weil das Sterben halt leider doch, wie immer, recht vorhersehbar bis recht wahrscheinlich ist. Ich hoffe natürlich immer darauf, dass es nicht passiert, aber zumindest hoffe ich, dass ich diesmal, sagen wir mal, setzen wir uns mal Ziele. 15 Minuten überleben, ohne zu sterben und insgesamt vielleicht an die 30 Minuten würde ich gerne kommen. Wobei wir jetzt wieder bei dem Part angelangen, ja, sterben wäre eigentlich Teil des Plans, weil es mit Sterben schneller gehen würde. Aber nein. Wir sind ja ein ehrenvoller Jäger, der es nicht einsieht gegen so eine schmickrige kleine Schlange wie den Fatalis überhaupt in die Knie zu gehen. Vielleicht ein bisschen zu rollen, aber das war's dann auch schon. So, okay, wie Hörnchen, 60 reicht auch erstmal. Ich habe nämlich gerade gesehen, ich habe noch einen Platz frei. Nutzen wir den für noch mehr Leben. Wobei Blaupilze wahrscheinlich schlauer gewesen wären. Dann der Rest reicht eigentlich. Also auf geht's, Fatalis! Ich weiß, es funkt zwischen uns. Du brennst darauf, mich wiederzusehen. Du förmlich durchgebrannt. Und jetzt endlich komme ich wieder zu dir gerannt, mein weißes, langes Ding. Du bist so selten. Hi, Buddy! Ich hoffe, du hast mich vermisst. Ansonsten wäre ich auch äußerst angepisst.
Das wäre sonst auch ziemlich Mist, aber mein Reim ist der Schist. Der Gist. Das würde passen. So, jetzt erstmal nicht wegen irgendwelchen Random-Angriffen sterben, während wir uns hier nochmal ganz schön hochballern. Jupp, hier sollte ich relativ sicher sein. Egal, wenn in dem Moment... Oh, Schockfalle, nice, gut, dass ich die mitgebracht habe. Was würde ich bloß gegen Fatalis ohne meine Schockfalle tun? Hier, guck mal, ich kann auch Donner auf dich schießen. Ah, bin ich nicht cool. Das wäre so geil. So fucking geil, wenn der jetzt tatsächlich durch einen Spielfehler da gefangen werden könnte. So, erstmal kriege ich Schaden. Guter Start, warum nicht? So, dann, blocken geht ja nicht. Danke für die Erinnerung. Ich würde trotzdem ungern sterben. Ich weiß, dein Arschloch klingelt jetzt ein bisschen, tickelt so ein bisschen von mir aus. Ich habe die kleinen Fassbomben vergessen. Das macht das Ganze jetzt etwas ungünstiger. So viel steht fest. Okay, das heißt, ich trete jetzt zu Tode. Ja, das war schön. Ich wollte dem Fatalis nämlich nur ein schönes kleines Feuerwerk präsentieren. Ist das gerade voll auf die Bombe gegangen? Es ist einfach direkt auf die Bombe gegangen. Natürlich, was denn auch sonst? So hardcore kann der doch gar nicht zielen. So, darf ich kurz festhalten? Die ersten zwei Minuten, sind beinahe schadenlos vonstatten gegangen. Ja, ich wurde einmal leicht etwas gefährlich angekuschelt. Das kann ich nicht widersprechen. Er wusste einfach nicht, dass seine Muskeln so stahlhart sind. Deswegen war das Kuscheln so äußerst effektiv. Ich versuche mal nicht davon getroffen zu werden. Das sieht momentan ganz gut aus. Weil es klingt immer wieder böse, wenn so 3-4 Blitze direkt neben deinem Ohr runterknallen. Aber der kann scheinbar nur auf Bomben zielen. Alles andere ist nicht das, was er gern haben wollen würde. Hauptsache Explosionen. Und da ich nicht explodiere... Bleib ja immer ruhig in jeder Lebenssituation. Brauche auch keinen Donner auf mich zu schießen. Ganz klar, ganz logisch, absolut verständlich. Ich will das gerne nicht verfehlen. Immerhin, leicht getroffen, leichten Schaden am Fatalis gemacht. Besser als gar nichts. Will ich wirklich jetzt angreifen? Mehr oder minder kann ich dann meinen Elan auffüllen, der während ich Bomben lege eh wieder weggeht. Nee, Bomben sind immer noch meine beste Option, meine beste Chance. Also machen wir auch damit weiter. Solange bis ich keine Splitterfische habe zumindest noch, weil solange ist das auf jeden Fall noch halbwegs effektiv. Danach vielleicht auch wirklich nicht mehr. Will ich jetzt nur eine legen? Erstmal will ich nicht vom Bitch Slap getroffen werden, das ist klar, weil ich bin gerade nicht voll. Was, wie ich weiß, mir gern mal das Leben kostet. Okay, da hier kommt kein Donner her. Das muss ich mal kurz so selber regeln. Jetzt wieder die Frage, will ich mich heilen oder nicht? Also eigentlich wollte ich ja überleben. Heißt, wir nehmen die Kräuter, die einzigen sinnvollen Heilungs-Items beim Fatalis. Weil entweder er macht 5 mm Schaden oder One-Hit-KO. Oh, hi Donner. Ich laufe da mal zur Seite. Und ich sollte, glaube ich, auch dafür sorgen, dass zumindest meine Panzersamen, solange wie ich noch rumrenne, auf jeden Fall voll sind. Eigentlich wäre Bombardierer eine richtig nice Fähigkeit. Zumindest für die Pläne, die ich hier momentan habe mit lass mal seinen Armor-Modus nur mit Bomben wegmachen. Oder so gut wie nur mit Bomben. Eigentlich wäre es auch mal eine Request, töte Fatalis mit Bomben. Ich meine, ich mache effektiv gerade nichts anderes. Ich müsste bloß eher anfangen und es mehr durchziehen. Willst du jetzt Donner nach vorne schießen? Ansonsten muss ich kurz angreifen. Direkt vor dich. Ja, das sieht gut aus, mein Freundchen. Und er hat wieder nicht gestaggert, weil warum auch? Ich habe ihn die Eier weggefeuert. Mit Explosionen. Das waren keine Rauchgranaten, das waren Explosionsgranaten. Selbst Peter Quill hat Angst davor, dass die an seinem Sack explodieren. Also, warum nicht der Fatalis? Egal, er will nochmal kurz ein bisschen einen Rundflug machen, sich seinen wunderschönen Turm ein letztes Mal angucken. Warum nicht? Kann man ja mal tun. Vielleicht gefällt es ihm ja nicht mehr. Vielleicht will er dann das Gebiet wechseln. Das kann ja mal sein. So, da will ich jetzt erstmal nicht reinrennen. So viel ist klar. Das habe ich schon mal gelernt. Dass da reinrennen eine dumme Idee ist. Du willst bitte genau an dieser Stelle wieder landen. Bitte geh nirgendwo anders hin. Einfach bloß hoch und wieder runter. So wie auf dem Trampolin. Ja, nein. Oh,